Der Maulwurf hatte den ganzen Morgen sehr hart gearbeitet, um sein Häuschen wieder frühlingsschick zu machen. Erst putzte er alles mit einem Besen, dann mit Staubwedel, dann stieg er auf Leitern, auf Stufen und Stühle und putzte alles mit einem Eimer Kalkfarbe. Er putzte so lange, bis er tatsächlich schon selbst Staub im Hals und in den Augen hatte und sein ganzes Fell schmutzig war, sein Rücken schmerzte und seine Arme müde wurden. Ja, der Frühling lag in der Luft. Er war in der Erde, unter ihm und ganz um ihn herum. Er hatte somit auch des Maulwurfs dunkles und bescheidenes Häuschen durchdrängt. Wie jedes Jahr im Frühling kam mit ihm auch ein Gefühl der Sehnsucht und des Unbehagens. So war es nicht verwunderlich, dass der Maulwurf plötzlich den Pinsel auf den Boden warf und laut »Schluss mit dem Frühjahrsputz«, sagte er und sogleich aus dem Haus stürmte, ohne auch nur daran zu denken, seinen Mantel anzuziehen. Irgendetwas da oben rief ihn fest zu sich. Und aus diesem Grund machte sich der Maulwurf auf den Weg seinen kleinen steilen Tunnel hinauf, der so etwas wie eine lange Einfahrt nach oben war. Also wühlte und kratzte er und wühlte und kratzte und dann scharrte er wieder und wühlte und schub und grub, arbeitete eifrig mit seinen kleinen Pfoten und murmelte vor sich hin, aufwärts, aufwärts geht's, bis endlich, plopp, seine kleine Schnute das Sonnenlicht erreichte und er sich im warmen Gras einer großen Wiese fand. »Das ist fein«, sagte er zu sich selbst. »Das ist so viel besser als Frühjahrsputz.« Die Sonne schien nun heiß auf sein Fell. Eine sanfte Brise streichelte seine warme Stirn und nach der langen Einsamkeit im Kellerbau, in dem er nun so lange gelebt hatte, hörte sich das Lied der fröhlichen Vögel in der Luft wie die schönste Melodie an. Vor aller Freude springen mit allen vier Beinen gleichzeitig, gefüllt mit den Frühlingsgefühlen des Frühlings, rannte er jetzt über die Wiese. Es war fast zu schön, um wahr zu sein. Er schlenderte an den Hecken entlang, durch die Wäldchen und fand überall Vögel beim Nestbau, Blumen beim Aufblühen und Blätter beim Austreiben. Einfach alles, was glücklich und beschäftigt war. Und anstatt ein schlechtes Gewissen zu haben, da er nicht mehr putzte, fühlte er einfach nur, wie schön es war, der einzige untätige Verbündete unter all diesen beschäftigten Zeitgenossen zu sein. Schließlich besteht das Beste an einem Urlaub vielleicht nicht so sehr darin, dass man sich selbst ausruht, sondern dass man all den anderen bei der Arbeit zusieht. Er dachte, sein Glück sei vollkommen, als er, während er ziellos vor sich dahin schlenderte, plötzlich am Rande eines üppigen Flusses stand. Noch nie in seinem Leben hatte er einen Fluss gesehen. Dieses geschmeidige, gewundene, füllige Wesen, das kluckert und gurgelnd Dinge ergreift und Lachen wieder loslässt. Alles schüttelte und zitterte gleichzeitig und funkelte und raschelte und wirbelte, schnatterte und blubberte. Der Maulwurf war wie verzaubert, verzückt und fasziniert. Er trottete am Ufer des Flusses entlang, ganz in dessen Bann gezogen. Als er eine Pause machte und über den Fluss blickte, fiel ihm ein kleines, dunkles Loch am gegenüberliegenden Ufer auf. Er überlegte träumerisch, wer dort wohl lebte. Welches Tier baut am Flussufer ein Häuschen? So fernab von Lärm und so wunderbar nahe am Fluss? Plötzlich sah er etwas glitzern im Herzen des Wasserbaus inmitten des Lochs. Es sah fast aus wie ein Stern, aber in dieser Lage konnte es doch kaum ein Stern sein und für ein Glühwürmchen war das Glitzern zu klein. Er sah genauer hin und plötzlich konnte er ein kleines braunes Gesicht mit Schnurrbart und kleinen gepflegten Ohren mit dichtem seidigem Haar erkennen. Dort drüben im Loch war eine Wasserratte. Da standen nun die beiden und betrachteten sie vorsichtig. »Hallo, Maulwurf«, sagte die Wasserratte. »Hallo, Ratte«, sagte der Maulwurf. »Möchtest du zu mir hinüberkommen?«, erkundigte sich die Ratte. »Oh, es ist immer nützlich auszutauschen«, sagte der Maulwurf etwas schüchtern, da er die Floskeln und Bräuche der Tiere am Fluss noch nicht kannte. Die Ratte nickte und bückte sich, um ein Seil zu lösen, das ein kleines blaues Boot löste. Es war das erste Mal in seinem Leben, dass der Maulwurf ein Boot sah, und er war bezückt von dessen Anblick. Die Ratte ruderte geschickt zum Maulwurf. »Stütz dich auf«, sagte sie, »und jetzt schwing dich.« Und schwupps fand sich der Maulwurf zu seiner Freude im Heck des Bootes wieder. »Was für ein wunderschöner Tag«, sagte er, als die Ratte wieder losfuhr. »Weißt du, ich bin in meinem ganzen Leben noch nie in einem Boot gesessen.« »Was?«, antwortete die Ratte. »Du warst noch nie in einem Boot? Was hast du denn dann gemacht?« »Ist es denn so toll, wie ich glaube?«, fragte der Maulwurf schüchtern, während das Boot leicht unter ihm schwankte.
Toll, fragst du. Es ist das Einzige, was zählt im Leben, sagte die Wasserratte fröhlich, als sie sich nach vorne beugte, um zu rudern. Maulwurf, mein Freund, es gibt nichts, absolut nichts, was nicht annähernd so schön ist, wie sich einfach treiben zu lassen, fuhr er träumerisch fort. Pass auf, rief der Maulwurf plötzlich. Und schon war es zu spät. Das Boot schlug mit voller Wucht gegen das Ufer und mit einem Mal lag der Träumer, fröhliche Ruderer, mit dem Rücken auf dem Boden des Bootes, die Fersen in der Luft. Die Ratte richtete sich mit fröhlichem Lachen wieder auf und fuhr fort. In Booten? In oder außerhalb von Booten, das spielt absolut keine Rolle. Nichts scheint wirklich wichtig zu sein. Das ist der Zauber an der Sache. Ob man nun ankommt oder auch nicht, ob man sein Ziel erreicht oder ob man einfach irgendwo anders ankommt oder überhaupt nie irgendwo ankommt. Man ist immer beschäftigt und tut nie etwas Bestimmtes. Und wenn man es getan hat, gibt es auch immer etwas weiteres zu tun oder auch nicht. Was hältst du denn davon, wenn wir zusammen den Fluss hinunterfahren und uns einen schönen Tag machen? Der Maulwurf wackelte vor lauter Glück mit seinen Zähnen und lehnte sich selig in die weichen Kissen zurück. Was für ein Tag, sagte er. Lass uns sofort losfahren. Dann halt dich fest, sagte die Ratte und sprang kurz vom Boot, kletterte in sein Wohnungsloch und tauchte sofort wieder mit einem Essenskorb auf. Schieb dir den unter die Füße, sagte er zum Maulwurf, als er ihm den Korb ins Boot hinunterreichte. Dann löste er die Bindung zum Ufer und ruderte los. Was ist da drin? Fragte der Maulwurf mit voller Neugierde. Da ist unser Vorrat drin, antwortete die Ratte kurz. Eingelegte Gurken, Salat, Pommes, Kresse und Wurst, Ingwer, Saft, Limonade und Wasser. Wow, antwortete der Maulwurf, während ihm das Wasser im Mund zusammenlief. Das ist viel zu viel. Findest du das wirklich? Fragte die Ratte ernst. Das ist doch nur das, was ich ihm auf die kleinen Ausflüge mitnehme. Der Maulwurf hörte die Antwort fast schon nicht mehr, versunken in das neue Leben, in das er eintrat, berauscht von dem Glitzern, dem Plätschern, den Gerüchen, den Geräuschen und dem Sonnenlicht, trieb er mit einer Pfote im Wasser und träumte lange vor sich hin. Die Wasserratte sah seine Freude und störte ihn nicht dabei. Entschuldige, sagte der Maulwurf verwegen nach einiger Zeit. Bitte halte mich nicht für dumm, aber das ist alles so neu für mich. Also das hier ist ein Fluss, oder? Der Fluss, korrigierte Ratte. Und du lebst wirklich im Fluss? Was für ein tolles Leben. An ihm und mit ihm und auf ihm und in ihm, sagte die Ratte. Es ist für mich Bruder und Schwester und Tanten und Gesellschaft und Essen und Trinken. Es ist meine ganze Welt und ich will keine andere. Was er nicht hat, ist nicht wert zu haben und was er nicht weiß, ist nicht wert zu wissen. Was liegt dort drüben? Fragte der Maulwurf und hob eine Pfote in Richtung des Waldes, der die Seite des Flusses dunkel umrahmte. Das? Oh, das ist nur der wilde Wald, sagte die Ratte kurz. Da kommen wir Flussuferbewohner nicht sehr oft hin. Sind das nicht sehr nette Leute dort? Sagte der Maulwurf ein wenig nervös. Lass mich überlegen, antwortete die Ratte. Die Eichhörnchen sind in Ordnung. Von den Kaninchen sind einige auch okay. Die sind eine gemischte Truppe. Und dann ist da natürlich noch der Dachs. Er lebt einfach mittendrin, der gute alte Dachs. Niemand mischt sich bei ihm ein und alle lassen ihn in Ruhe. Wer soll sich denn einmischen? Fragte der Maulwurf. Nun, es gibt da so ein paar, antwortete die Ratte zögernd. Wiesel, Hermeline und Füchse und so weiter. Auf eine gewisse Art sind sie alle voll in Ordnung. Ich bin sehr gut mit ihnen befreundet. Wenn wir uns treffen, vergeht die Zeit wie im Flug und wir haben Spaß. Aber manchmal kann man ihnen nicht trauen. Das ist leider Tatsache. Der Maulwurf wusste nicht wirklich, was er antworten sollte und ließ das Thema wieder fallen. Und jenseits des wilden Waldes? Fragte er. Wo alles blau und trüb ist? Hinter dem wilden Wald liegt die weite Welt, sagte die Ratte. Und das ist etwas, das weder für dich noch für mich von Bedeutung ist. Ich war noch nie dort und werde auch nie dorthin gehen und du auch nicht, wenn du klug bist. Erwähne es nie wieder, bitte. Gut, hier ist endlich unser Hinterwasser, wo wir zu Mittag essen werden. Sie verließen den Hauptstrom und gelangen in einen kleinen See. Grüner Rasen fiel zu beiden Seiten des Sees ab. Braune, schlangenartige Baumwurzeln schimmerten unter der Oberfläche des stillen Wassers und sie sahen ein rastlos tropfendes Mühlrad, das seinerseits ein graues, giebeliges Mühlenhaus hochhielt und die Luft mit einem beruhigenden Rauschen erfüllte. Es war so schön, dass der Maulwurf nur beide Vorderpfoten hochhalten und nach Luft schnappen konnte. Wow!
Die Ratte brachte das Boot ans Ufer, half dem noch immer unbeholfenen Maulwurf sicher an Land und schwang den Essenskorb heraus. Der Maulwurf bat darum, alles selbst auspacken zu dürfen, und die Ratte tat ihm den Gefallen und ruhte sich im Gras aus, während sein aufregender Freund das Tischtuch ausschüttelte und ausbreitete. Dem Maulwurf lief das Wasser im Mund zusammen. Bei jeder neuen Enthüllung. Als alles fertig war, sagte die Ratte, hau rein, mein Freund. Und der Maulwurf gehorchte, denn er hatte an dem Morgen sehr früh mit dem Frühjahrsputz begonnen und hatte seitdem noch keine Pause gemacht, um etwas zu essen oder zu trinken. Was schaust du? Fragte die Ratte, als der Hunger etwas nachgelassen hatte. Ich schaue, sagte der Maulwurf, auf einen Streifen von Luftblasen auf der Seeoberfläche. Das kommt mir etwas komisch vor. Blasen, oho, sagte die Ratte und zwitscherte fröhlich und einladend. Eine breite, glitzernde Schnauze tauchte auf und der Otter zog sich heraus und schüttelte das Wasser aus seinem Fell. Ihr geizigen Schnorrer, räusperte der Otter und kam zum Essen. Warum hast du mich denn nicht eingeladen, Ratte? Das war eine spontane Idee, antwortete die Ratte. Übrigens, das ist mein Freund Herr Maulwurf. Angenehm, sagte der Otter, und die beiden Tiere waren sofort Freunde. So ein Tumult überall, fuhr der Otter fort. Die ganze Welt scheint heute auf dem Fluss zu sein. Ich kam her, um einen Moment Ruhe zu finden, und dann stolpere ich über euch. Hinter ihnen raschelte es in der Hecke, und ein gestreifter Kopf mit hohen Schultern spähte zu ihnen herüber. Komm schon, alter Dachs, rief die Ratte. Der Dachs trabte ein oder zwei Schritte vorwärts, brummte dann pfff. Gesellschaft. Und drehte sich wieder um und verschwand aus dem Blickfeld. Typisch Dachs, sagte die enttäuschte Ratte. Er hasst einfach Gesellschaft. Wir werden ihn heute bestimmt nicht mehr sehen. Wer ist denn sonst noch so am Fluss? Die Kröte ist unterwegs, antwortete der Otter. Heute in seinem nagelneuen Wettboot. Mit neuen Klamotten, mit allem, was dazugehört. Die beiden Tiere sahen sich an und brachen in Lachen aus. Früher war es nichts anderes als Segeln für die Kröte, sagte die Ratte. Dann wurde er dessen überdrüssig und fing an zu rudern. Es gab nichts, was ihm mehr Spaß machte, als den ganzen Tag und jeden Tag zu rudern. Letztes Jahr war dann plötzlich Hausbootfahren angesagt und wir mussten alle zu ihm in sein Hausboot gehen. Er wollte den Rest seines Lebens in einem Hausboot verbringen. Es ist immer dasselbe mit ihm. Egal, was man macht, er wird es leid und fängt mit etwas Neuem an. Ach so, ein guter Kerl, bemerkte der Otter. Aber keine Stabilität. Vor allem nicht mehr ein Boot. Eine verirrte Maifliege schwamm unruhig quer zur Strömung, so wie es junge Maifliegen tun. Ein Wasserwirbel und ein Klatsch und die Maifliege war nicht mehr zu sehen. Und der Otter auch nicht mehr. Nun gut, sagte die Ratte. Ich denke, wir sollten uns auf den Weg machen. Und der Maulwurf packte das Essen wieder ein, was natürlich nie genauso schön war, wie das Essen auszupacken. Die Nachmittagssonne stand nun tief und die Ratte ruderte verträumt nach Hause und murmelte Gedichte vor sich hin. Der Maulwurf war immer noch voll vom Mittagessen und zufrieden von dem schönen Tag und fühlte sich schon ganz zu Hause in einem Boot, dachte er. Plötzlich wurde er mutig und sagte, Ratte, bitte, ich will jetzt rudern. Die Ratte schüttelte den Kopf. Noch nicht, mein junger Freund, sagte er. Warte, bis du ein paar Stunden Unterricht hattest. Es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Der Maulwurf war ein oder zwei Minuten lang still und überlegte. Aber er wurde immer eifersüchtiger auf die Ratte, die so stark und leicht ruderte, und sein Stolz flüsterte ihm zu, dass er es genauso gut könnte. Er sprang übermütig auf und ergriff die Ruder, und zwar so plötzlich, dass die Ratte, die auf das Wasser hinausblickte und weitere Gedichte zu sich selbst sagte, überrascht wurde und zum zweiten Mal mit den Beinen in der Luft rückwärts von ihrem Sitz fiel, während der übermütige Maulwurf seinen Platz einnahm und die Ruder mit voller Zuversicht ergriff. »Hör auf, du Dummkopf!« schrie die Ratte vom Boden des Bootes. »Das kannst du nicht tun, du wirst uns über Bord werfen!« Der Maulwurf warf seine Ruder mit Schwung zurück und machte einen großen Satz ins Wasser. Er verfehlte die Oberfläche völlig. Seine Beine flogen über seinen Kopf und er fand sich neben der bereits liegenden Ratte wieder. Vor lauter Schreck griff er nach der Seite des Bootes und im nächsten Moment, platsch, das Boot kippte um und er lag zappelnd im Fluss. Oh je, wie das Wasser kalt war und oh, wie es sich nass anfühlte. Er strampelte und konnte sich nur knapp an der Oberfläche halten, als ihn eine feste Pfote im Nacken packte. Es war die Ratte und sie lachte köstlich. Der Maulwurf spürte ihr Lachen durch die Pfote hindurch in seinen Nacken. Die Ratte half dem hilflosen Maulwurf ans Ufer. Sie zog ihn heraus und setzte ihn ab wie einen matschigen Klumpen Elend.
Die Ratte hob ihn ein wenig ab und rang die Nässe aus ihm heraus und sagte, »Na also, alter Knabe, lauf du die Strecke auf und ab, bis du wieder warm und trocken bist, während ich nach dem Essenskorb tauche.« So trottete der trostlose Maulwurf, der von außen nass war und sich innerlich schämte, herum, bis er einigermaßen trocken war, während die Ratte sich wieder ins Wasser stürzte, das Boot einholte, es aufrichtete, festmachte und sein schwimmendes Eigentum nach und nach ans Ufer holte. Als alles wieder startklar war, nahm der Maulwurf schlaff und niedergeschlagen im Heck des Bootes Platz. Als sie losfuhren, sagte er mit leiser, von Rührung gebrochener Stimme, »Ratte, mein großzügiger Freund, mein undankbares und rücksichtsloses Verhalten tut mir wirklich sehr leid. Es bricht mir das Herz, wenn ich daran denke, wie ich diesen schönen Essenskorb hätte verlieren können. Ich habe mich wie ein Dummkopf benommen. Kannst du mir noch einmal verzeihen?« Ja, das ist schon in Ordnung«, antwortete die Ratte fröhlich. »Was ist schon ein bisschen Nässe für eine Wasserratte?« »Ich bin an den meisten Tagen mehr im Wasser als außerhalb davon. Denk nicht weiter darüber nach. Ich glaube, es ist besser, wenn du eine Weile bei mir bleibst. Ich werde dir das Rudern und das Schwimmen beibringen und du wirst bald so geschickt auf dem Wasser sein wie jeder von uns.« Der Maulwurf war so gerührt von diesen Worten, dass er keine Stimme fand, um zu antworten, und wischte sich mit dem Rücken seiner Pfote ein oder zwei Tränen weg. Aber die Ratte blickte freundlich in eine andere Richtung und bald darauf waren die Lebensgeister des Maulwurfs wieder geweckt. Als sie nach Hause kamen, machte die Ratte ein schönes Feuer im Wohnzimmer, setzte den Maulwurf in den Sessel davor, holte ihm einen Morgenmantel und Pantoffeln und erzählte ihm bis zum Abendbrot Flussgeschichten. Für einen Erdbewohner wie Herr Maulwurf waren das sehr aufregende Geschichten. Geschichten über Dämme und plötzliche Überschwemmungen und springende Hechte und Dampfer und Abenteuern in Kanälen und nächtliches Fischen mit Otter oder Ausflüge in der Ferne mit Dachs. Das Abendessen war lecker und fröhlich, aber schon bald darauf musste ein furchtbar müder Maulwurf sich von seinem Gastgeber ins Schlafzimmer führen lassen, wo er bald in großer Ruhe und Zufriedenheit seinen Kopf auf das Kissen legte und er sanft zum Plätschern seines neu gefundenen Freundes im Fluss einschlief. Dieser Tag war nur der erste von vielen ähnlichen für den freiheitsfindenden Maulwurf, von denen jeder länger und interessanter wurde, je weiter der reifende Sommer voranschritt. Er lernte schwimmen und rudern, fand Gefallen am fließenden Wasser und lernte, dem Wind zu lauschen.